Hallo, mein Name ist Alexander und heute möchte ich der Frage nachgehen, welche Gelder aus der analogen Welt sind dezentral? Das ist die Antwort auf die Hausaufgabe aus Video Nummer 24. Gibt zwei Gelder aus der analogen Welt, und zwar Gold und auch Silber, die dezentral sind. Das heißt, da gibt es keine zentrale Entität, die über den Wert oder über die Handelbarkeit von Gold oder Silber alleine bestimmen können. Diamanten und Kunst waren niemals Geld. Das heißt, sie sind keine universellen Tauschmittel und somit logischerweise auch kein Geld. Gold und Silber waren aber hingegen weltweit an verschiedenen Orten als Geld genutzt worden. Sie wurden an unterschiedlichen Orten gewonnen, gemünzt und auch emittiert, quasi als Geld in Form von Münzen oder auch teilweise von Barren. Ein weiterer Vorteil von dezentralen Geldern ist, dass niemand Gold oder Silber für ungültig erklären kann, da beide Währungsmetalle eine jahrtausendalte Geschichte aufweisen können, und zwar als Wertspeicher und als Zahlungsmittel. Und niemand bestimmt den Preis für Gold und Silber allein. Zentralbanken haben zwar Gold als Reservewährung hinterlegt, aber Silber wird leider nur zu 50% als Währungsmetall benutzt und die anderen 50% werden der Industrie verwendet, zum Beispiel in Photovoltaikanlagen. Und mehr über Gold und Silber erfährst du in meinem Buch Dezentrales Geld und im nächsten Video, wo ich dann die Stock-to-Flow-Ratio nochmal erklären werde, werde ich auch nochmal ein bisschen was zu Gold und zu Silber kundtun. Bis zum nächsten Mal. Setze einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Sende den Link zum Video an Menschen, die auswandern wollen. Komme in unsere Telegram-Gruppe Auswandern Geld. www.t.me/auswandern Geld zusammengeschrieben.